Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Wir müssen nur noch die Kopfgeldsachen regeln. Und dann können wir uns schon mit der nächsten Blacklist-Tante anfreunden. Oder wahrscheinlich eher nicht. Wir müssen Autos rammen. Ich werde überhaupt nicht schneller, ich werde langsamer. Kannst du mal irgendwie dich zeigen, dass ich dich mal berühren kann? Danke. Berühren. Also 18 Fahrzeuge rammen, 6 Minuten Verfolgungsjagd und 2 Nagelbandstraßensperren. Die Frage ist nur, wie bekommen wir Nagelbandstraßensperren eigentlich? Ah, da ist ein Kopf. Warte. Danke. Also da haben wir zumindest schon mal eine Straßensperre. Das war eine ohne Nagelband, wie mir scheint. Bringt uns also nichts. Nein! Wollte die noch nur rammen. Haben wir hiermit getan. Hab ich den wohl? Ja, 14 Autos noch rammen, 4 Minuten Verfolgung. Ich muss eigentlich auch ehrlich sagen, wenn wir die 4 Minuten Verfolgung fertig, also die 6 Minuten Verfolgung abgeschlossen haben. Och Kopf. Was machst du denn da? Also wenn wir irgendwas abgeschlossen haben, dann werde ich, glaube ich, erstmal versuchen zu fliehen. Na, mal gucken. Vielleicht auch nicht. Aber... ja, ich werde auf jeden Fall... oder was heißt auf jeden Fall? Ich werde versuchen, nicht alles in einem Aufwasch zu machen. Ich glaube, wir werden geschnappt, weil ich kein Nitro habe. Ich kann mich hier nicht wirklich draus befreien. Ja, doch, jetzt. So geht's. Für euch frei, sind unterwegs zu euch.
6 Autos, 1 Minute. Sichtkontakt verloren. Fahre in seine letzte bekannte Toll. Hab ihn verloren. Sperr die Gegend ab. Mal sehen, ob wir ihn erwischen. Das letzte Polizeiauto war hinter uns. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung, in der Nähe der Dosenfabrik. Sektorsperrung wurde genehmigt. Hinter uns. Zusätzliche Einheiten werden zur Verfügung gestellt und im Perimeter zugeteilt. Zentrale, Fahrzeug gesichtet, er flüchtet. Vier Autos noch. Verstärkung verloren. Ist doch jemand verfügbar? Verstärkung ist immer noch ein paar Minuten entfernt. 3 Delta 10. Ich bin in 60 Sekunden da. Sehe das Fahrzeug nicht mehr. Stand by, melde mich wieder. Bin hinter ihm, er ist verdammt schnell. Bin ich gar nicht, ich bin ultra langsam. Ich finde es aber schön, dass es mit dem Seriengolf auch einfach noch funktioniert. Okay, die Dauer haben wir. Echo 8, bitte schnellstmöglich Lagebericht. Lage unverändert, warnen die anderen Bezirke vor. Warte. Ich brauche mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alles sofort her. Erst durch die Straßensperre gerast. Ja, mir geht es halt darum, dass ich ein paar Autos berühre. Weil 3 Stück müssen wir ja. Noch. Ich fahre halt die ganze Zeit durch die Fischfabrik. Ja, noch 2 Autos. Er ist ohne Probleme durchgekommen. Er ist durch, ja, er ist durch. Ein Auto. Okay, 10-4, kommen. Ist noch jemand verfügbar? Ich habe gerade meine letzte Einheit verloren. Verstärkung ist ein paar Minuten vor eurer 20. Haltet durch. Jetzt wollen wir noch 2 Nagelbandstraßen sperren, aber jetzt glaube ich, werde ich erstmal versuchen, hier zu entkommen. Vielleicht gelingt es uns ja. Und wenn nicht, seid ihr schuld. An mir kann das gar nicht liegen. Ich habe hier gar nichts mit zu tun, ich spiele das gar nicht. Ich tue nur so. Ich glaube, wir haben ihn bald.
Sehr schön. Sind wir entkommen. Hat gar nicht so lange gedauert, 10 Minuten. Und haben aber die meisten Meilensteine damit auch erreicht. Du bist dran. Jules ist bereit, wenn du es bist. Sie mag echt süß sein, aber denk dran. Schlägst du sie, bist du die Nummer 8 der Blacklist. Ja, ist doch gut. Das heißt, wir haben jetzt alle Voraussetzungen erfüllt. Aber wir hätten theoretisch noch einen Meilenstein, den wir machen könnten. Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, wann diese Straßensperren überhaupt kommen. Ich werde mal kurz Pause machen. Und dann versuchen wir einfach. Ich werde mal kurz Pause machen und rausfinden, ab wann die kommen. Und dann entscheide ich, ob wir das noch machen oder ob wir die jetzt einfach gleich rausfordern, weil Geld kriegen wir ja eh nicht dafür. Von daher ist es auch gar nicht so wichtig. Ich schaue mal eben nach. Bis gleich. So, ich habe mal nachgeguckt. Und die kommen ab Stufe 4 und da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Deswegen wechseln wir mal zum RX-8. Dann Decklist 15, herausfordern. Fordern wir einfach, ich habe vergessen, wie sie heißt, raus und ein Sprint oder ein Drag Race. Ich denke, das sollten wir hinbekommen. Hoffe ich, glücklicherweise. Schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Entschuldigung, was fahren Sie hier einfach an mir vorbei? Ich glaube, es hackt. Oh Gott, hier ist ja eine Kurve. Ja, jetzt ist es schon ganz schön weit weg. Diese Blacklist-Rennen sind auch gar nicht mal so einfach, finde ich. Solche Fehler dürfen da eigentlich gar nicht passieren, aber wir haben ja relativ viel Zeit. Also im Sinne von, das Rennen geht ja relativ lang. Mal gucken, ob wir das noch aufholen können. Ah, guck mal, jetzt sind hier auch Zivilfahrzeuge oder NPC-Fahrzeuge oder whatever. Aber zum Glück nur wenig. Vielleicht war das auch einfach nur gerade ein Bug. Der Speedbreaker ist eigentlich sehr gut, aber man muss halt versuchen, nicht gegen eine Wand zu fahren in der Kurve, weil man hat plötzlich sehr viel Handling im Auto. Sehr viel Handling im Auto, was? Man hat plötzlich sehr viel Grip und sehr viel Kontrolle einfach über das Auto und es fährt sofort eigentlich in die Richtung, in die man es haben will.
deswegen macht es manchmal irgendwelche Sachen, mit denen man gar nicht rechnet. Weil es so schnell reagiert. Manchmal verstehe ich nicht, warum die Gegner so krass abbremsen, nur weil ihnen ein Auto auf einer zweispurigen Straße entgegenkommt. Also sie könnten ja auch einfach, naja, auf die andere Spur fahren. Und ich beschwere mich jetzt natürlich nicht, weil dadurch haben wir das Rennen jetzt gewonnen, aber ne, ihr wisst schon. So, ein Drag Race. 37:21, mal schauen. Fast noch in das eine Auto gecrashed. Und guck mal, wir haben gar kein Nitro gebraucht und trotzdem gewonnen. Oder was heißt gebraucht, wir haben es gar nicht benutzt. Ist sie gestorben? Nee. War einfach nur eine Sekunde langsamer. Schön. Damit haben wir sie abserviert. Du kannst jetzt aus zwei Symbolen von Jules wählen oder so. Wir fangen wieder mit dem mittleren an und dann nehmen wir diesmal einfach wieder das linke. Fahrzeugschein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn dieses Symbol kommt, dann ist der Fahrzeugschein links und wenn das mit dem Abschlepp-Dingsbums kommt, dann ist es rechts. Also zumindest war es jetzt dreimal in Folge so. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob wir jetzt einfach dreimal in Folge Glück hatten. Aber mal sehen. Nächster Gegner, Blacklist 7. Kira Nakazato Kazu. Oder Case. Ich habe keine Ahnung. Mercedes-Benz CLK 500. Stärke Sachschaden. Ja, toll. Sie kann gut Sachen kaputt machen. Lebenslauf. Katze hat echt einen Dachschaden. Wenn sie mit ihrem bescheidenen Können nicht weiterkommt, rammt sie sich einfach den Weg frei. Das Mädchen ist fieser, als man denkt. Sie zerlegt alles, was ihr in die Quere kommt, dich eingeschlossen. Die hat kein Problem damit, sich eine Beute zu holen, nur um dich Platz zu machen. Naja. Wir sind auf jeden Fall auf Rang 8. Kamikaze. Wer zum Geier ist Ronnie? Ist das irgendein Blacklist-Fahrer? Können wir die Blacklist eigentlich irgendwo mal sehen? Keine Sorge, das wird jetzt keine Mega-Tuning-Folge. Wir rüsten jetzt einfach nur... Ich will mal gerade gucken... Karosserie-Kits... Wie sieht denn das hier aus? Ist das besser als das andere? Nee, eigentlich nicht. Ich will eigentlich nur die nächsten Leistungsteile einbauen.
Das ist Rang 7. Sollte ich mir eigentlich auch mal merken. Getriebe hatten wir gerade erst. Das ist dann Rang 5 als nächstes. Fahrwerk. Das Super Pro Fahrwerk haben wir schon. Das Ultimate gibt es erst auf 6. Nitro. Gibt es auch kein neues. Reifen. Die Ultimate Reifen gibt's. Boah, da geht das Handling aber massiv nach oben. Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung auch ein bisschen. Dann holen wir uns mal die neuen Reifen. Bremsen gibt's auch. Die Super Pro. Das Handling von diesem Auto geht ja einfach komplett durch die Decke jetzt. Also Bremsen und Reifen haben wir bekommen. Kosten zusammen 23.200. Dann würde ich vorschlagen, dass wir... dass wir das jetzt für den Porsche noch machen, weil der ist ja immerhin zusammen mit dem RX-8 sind das ja unsere besten Autos. Und wenn wir das bei dem gemacht haben, dann können wir uns ja mal nach dem Evo erkundigen, ob man bei dem nicht auch noch die fehlenden Leistungsupgrades reinbekommt. So finanziell. Reifen. Und Super Pro Bremsen gibt es dann auch 5. Oh, dann haben wir noch 35.000. Ich befürchte, das bedeutet, dass wir den Rest nicht mehr kriegen. Für den Evo. Aber vielleicht wenigstens ansatzweise. Wisst ihr was? Ich glaube, ich speichere auch nochmal gerade. Nicht, dass mir das Spiel wieder abschmiert oder so. Und dann nehmen wir nochmal den Evo 8. Und hier gehen wir nochmal eben alles durch. Das Getriebe war auf jeden Fall ein Teil. Boah, ist das teuer. Fahrwerk. Nitro. Ja, Nitro war ja auch, genau. Ja, kannst du vergessen. Kommen wir nicht hin. Dann noch die Reifen und die Bremsen. Dann sind wir bei 67.000. Was? Summe 67.000? Achso. Die letzte Turbo-Stufe kostet einfach 76.000. Das ist ja krank. Uns fehlen 32.000, um das jetzt zu machen. Das bedeutet, ja, wie kann ich denn hier, achso, mit der 2. Entfernen wir das Getriebe. Achso. Kann ich es jetzt machen? Nee. Ja, und dann entfernen wir das Nitro halt auch. Aber wisst ihr was? Dann entfernen wir alles, weil dann lohnt sich das ja nicht. Wir brauchen eine Möglichkeit, um an Geld zu kommen. So, der ist noch auf 1. Der RX-8 ist sogar auch noch auf 1. Ja, dann bleiben wir erst beim RX-8, würde ich sagen.
Und dann gucken wir mal nach vielleicht einfach dem hier. Ob das hier reicht, so anlaufmäßig, oder ob wir von der anderen Seite mehr kriegen. Scheint gereicht zu haben. 250. Dann versuchen wir es nochmal in diesem K.O.-Rennen. Da, okay, es gibt jetzt 10.000 pro Rennen. Das könnte eventuell der Geldboost sein, den wir brauchen. Ich meine, klar, alle Rennen oder in jeder Stufe bringen die Rennen mehr Geld, aber die Sachen sind halt auch teurer oder werden teurer. Und wie gesagt, Stufe 3 hoch 75.000, das sind jetzt 8 Rennen, beziehungsweise 7,5. Also 8, weil man kann ja kein halbes Rennen gewinnen. Ich werde da mal gucken, dass ich bis nächste Woche mal rausfinde. Warum sind die so viel schneller als wir? Das Auto ist maximal getuned. Also das Maximum, was momentan möglich ist. Und wir haben überhaupt keine Chance. Sehr realistisch fliegende Laterne. Man muss hier wirklich irgendwie gerade perfekt fahren oder zumindest nahezu perfekt fahren. Um vorne zu bleiben.
Aber was das Handling angeht, ist dieses Auto hier wirklich nahezu unschlagbar. Deswegen es mich noch mehr wundert, dass die Gegner so dranbleiben können. Weil diese Strecke hier ist schon relativ kurvig eigentlich. Und wie ich bereits sagte, wir haben alle Leistungsupgrades, die es gibt momentan. Also die freigeschaltet sind. Okay, jetzt ist er irgendwo hängen geblieben. Aber trotzdem. Das war weniger knapp, als es jetzt am Ende aussah. Knapper, als es am Ende aussah. So rum. Das sieht man jetzt leider nicht. Na egal. Hey, kleiner Razor hier. Du hast viele andere Fahrer fertig gemacht, um an mich ranzukommen. Sie hatten nichts mit deiner Sache zu tun. Und glaub mir, die meisten wollen, dass du dafür bezahlst. Denk daran, wenn du nach Rockport kommst. Aber macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil als wir Razor kennengelernt haben, ne? Da war er Blacklist Nummer 15, so ganz am Anfang. Also er war der Letzte auf der Blacklist und er ist ja dann mit unserem BMW auf Rang 1 gefahren. Das heißt, er hat ja vorher schon alle anderen fertig gemacht, nur um Erster zu werden. Also einfach nur so. Jetzt wollen wir Erste werden, um Razor die Karre wieder abzunehmen oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, was genau unser Ziel eigentlich ist. Aber im Gegensatz zu Razor haben wir ja sogar zwei Ziele, nämlich Erster werden und Razor fertig machen. Glaube ich zumindest. Und Razor wollte einfach nur Erster werden, um sich persönlich zu bereichern. Also, warum sollten uns die anderen mehr hassen als ihn? Also, entweder sollten sie uns beide nicht hassen, oder ihn mehr als uns. Bezirk Rosewood, haben einen Notruf bezüglich eines Rasers. Ich stehe rum. Ja, ist ja gut. So, wir gehen jetzt zum Unterschlupf, denn wir sind mal wieder über den 30 Minuten. Und das hier ist leider die letzte Folge für diese Aufnahme für mich. Denn es ist Sonntag für euch. Und daher muss ich jetzt wieder eine Weile warten, bis ich wieder aufnehmen darf. Guck mal, Karrierefortschritt. Wir sind erst bei 43%, aber wir... Na, wobei, nee, wir sind Platz 8, oder? Ja, wir sind jetzt Platz 8. Okay, ja doch, dann kommt es ja ungefähr hin. Aber es werden doch auch... Ja, es werden auf jeden Fall mehr Rennen, weil jetzt haben wir hier noch... Jetzt können wir hier noch einmal scrollen. Also es werden immer mehr Rennen für jede Blacklist... Platzierung und auch ein immer höheres Kopfgeld, was es zu erreichen gilt. Im Fahrer in einer Verfolgung 8 Straßensperren, das hatten wir glaube ich schon mal sogar. Ein Kopfgeld von 75.000, Sachschaden von 50.000 und entkommen in weniger als 3 Minuten. Okay, also die Meilensteine sind glaube ich ein bisschen einfacher als vorher. Naja, wir werden sehen. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch gerne ein Like und ein Abo da. Außerdem schreibt mir immer gerne nette Kommentare oder auch weniger nette Kommentare natürlich, wenn ihr was zu kritisieren habt. Also bleibt natürlich sachlich, das ist ja klar, aber ihr wisst schon, wie ihr das macht. Ja. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zur nächsten Folge. Ciao.